Heute wird es mal wieder einiges Neues geben. Und zwar geht es auch um Musik in der Werkstatt. Unter anderem wird es auch um diese Alu-Profile gehen. Und zwar ist es eine Frässchablone. Die gibt es ja auch von einem Hersteller mit dem grünen Logo für 500 Euro. Das hier ist sehr, sehr ähnlich. Aber das hier hat eine Besonderheit, was sonst kein Hersteller hat. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf, wie das Ganze funktionieren wird. Aber bevor wir anfangen, schauen wir uns doch erstmal an, was für ein Material ich brauche. Ich habe hier dieses Tablet und das ist noch nagelneu. Ich habe es noch nicht einmal angemacht. Und genau für diese Größe brauche ich ein Holzbrett als Rahmenelement sozusagen, was dann an die Wand kommt, wo auch die ganze Kabelei versteckt ist. Welches Holz ich dafür nehme, weiß ich noch überhaupt gar nicht. Da gehen wir am besten einfach mal zusammen rüber ins Lager. Und ich habe hier tatsächlich auch ein bisschen aufgeräumt in meinem Lager. Man mag es ja gar nicht glauben, aber wenn man keine Freundin mehr hat, dann hat man eine Menge Zeit. Und hier ist jetzt das Tablet und hier sind so ein paar Holzreste, wo ich mal schaue, was ich dafür nehmen sollte. Es sollte auf jeden Fall größer als das Tablet sein, wie gesagt. Das hier ist ein Stück Eiche. Das ist auch Eiche. Hier ist ein bisschen Buche, so eine alte Arbeitsplatte. Die ist jetzt natürlich sehr, sehr massiv. Aber wäre auf jeden Fall so in der Auswahl, weil viel habe ich gar nicht in der Größe. Also es ist viel Kleinzeug. Hier hätte ich auch ein bisschen Nuss, aber das ist jetzt viel zu schön dafür. Das will ich jetzt auch nicht hernehmen. Das ist relativ dick. Und ansonsten habe ich noch so kleine Sachen. Ich gehe mal hier rüber und schau mal, was hier so los ist. Hier habe ich ja auch noch ein bisschen Material. Hier sieht man schon mal zum Beispiel auch, das ist Eiche. Das ist auch noch so ein Stück aus einem Möbelstück oder so. Ich habe früher relativ häufig bei eBay Kleinanzeigen nach alten Möbeln geschaut. Das wird auf jeden Fall das Brett sein, das ich mir jetzt zuschneiden werde. So in etwa habe ich mir das Ganze vorgestellt. Das hier ist die Innenseite. Die ist auch so ein bisschen kaputt hier und da. Das passt mir auch ganz gut. Hier ist auch so eine Ecke defekt. Das ist aber alles in Ordnung. Das Tablet, das wird so mittig eingelassen, dass diese Kante hier schön innen aufliegt und oben fast plan ist. Also das heißt, ich brauche hier einen Ausschnitt hinein. Und von der Rückseite brauche ich auch einen Ausschnitt, wobei der Ausschnitt ein bisschen größer ist als dieser hier. Und dann schaut das so aus wie so eine Art Bild. Ich habe lange überlegt, mir selber eine Frässchablone zu bauen oder mir die Einzelteile zu besorgen. Und letzten Endes habe ich auf eBay geschaut, da habe ich den Florian kennengelernt. Und der Florian, der produziert diese Frässchablonen selber. Ich habe erst auch überlegt, mir einfach diese Alu-Profile zu besorgen, die ganzen Winkel zu besorgen und. Und am Ende kam es preislich einfach teurer, als wenn ich das hier direkt mir so kaufe. Und der Vorteil dieser Frässchablone ist definitiv eine App, um sich hier die genauen Maße ausrechnen zu lassen, in Kombination mit einem Kopierring, einem Fräser, dem Ausschnitt, den man braucht, Höhe, Breite. Ja, und das werde ich heute auf jeden Fall mal mit ausprobieren. So, die Frässchablone ist eingestellt. Ich habe auch schon mal den Oberfräser vorbereitet. Habe hier vorne auch den Kopierring schon mal befestigt. Der Kopierring hat einen Außendurchmesser von 16. Der Fräser hat einen Durchmesser von 12. Geniale ist, dass der Florian auch eine App entwickelt hat. Die gibt es kostenlos zum Runterladen. Man kann ja mit diesem Fräszirkel Rechtecke und auch Kreise herstellen. Um Kreise geht es jetzt momentan gar nicht. Ich stelle ja heute die Rechtecke vor. Und bei der Länge, da gibt man einfach die Länge ein, die Breite, da brauche ich 140 mm am Ende. Der Kopierring, der hat ja 16 mm und der Fräser, das ist ja ein 12 mm Fräser. So, diese Werte gibt man jetzt hier mit ein, klickt auf Berechne auf Maß und dann berechnet er genau die Einstellung, die man braucht, um dieses Endmaß zu erhalten, was man am Anfang eingegeben hat. Yeah.
man sieht, ist der Ausschnitt hier so ein bisschen kleiner als das Pad. Und zwar ist es auch so, dass hier hinten jetzt eine Öffnung, eine größere Öffnung hineinkommt, wo das Pad reingelegt werden kann. Und damit es auch reingelegt werden kann, wird hier ein Ausschnitt reingemacht. Das Pad hat ein 24,5, ist es lang und es ist 15 breit in etwa. Und ich mache ungefähr einen Zentimeter Überstand, damit es hier schon reingelegt werden kann. Damit ich hier auch jetzt genau das gleiche Feld treffe, werde ich zusätzlich hier auch noch die Ecken markieren. Ich werde das hier einfach mal durchbohren, dann sehe ich auf der gegenüberliegenden Seite, wo die Ecken sind. Dann werde ich mir die Schablone neu ausrichten und dann in diesen kompletten Bereich einfach hinaus fräsen. Also die Ausschnitte sind gar nicht mal so schlecht geworden. Vorne schön, die Kante perfekt. So schaut das Ganze dann von vorne aus, also wie so ein Bilderrahmen im Grunde. Aber jetzt sind völlig neue Probleme aufgetaucht. Und zwar stellt sich nämlich die Frage, wie kommt man denn dann hier an die Knöpfe ran? Darüber habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht nachgedacht. Wenn das hier nämlich eingebaut wird, dann komme ich ja da nicht mehr ran. Zumindest brauche ich jetzt hier die Frässchablone nicht mehr. Die hat mir auf jeden Fall treue Dienste geleistet. Und ich habe dazu ja auch noch von Fabian 1 Meter Profile bekommen für größere Sachen, für Arbeitsplatten in der Küche oder was auch immer. Und dieses kleine Teil, das ist auf jeden Fall echt super für so kleine Sachen auf jeden Fall gewesen. Und ja, ich habe die ganze Zeit Florian gesagt, er heißt aber Fabian. Ich habe es ja immer eingeblendet. Passiert. Florian, Fabian, Fabian. Im letzten Schritt habe ich jetzt die Kabelschächte gemacht. Und zwar ist es so, dass hier an der Stelle ein USB-C-Kabel hineinkommt. Zack. Das ist dann für die Energieversorgung. Das kommt dann hier so hin. Das macht dann dort einen Knick. Geht hier oben an der Ecke raus. Und hier oben gibt es einen 3,5 mm Klinkenstecker. Der geht da rein, macht hier eine Kurve, geht da rüber. Gehen beide Kabel hier über die Ecke hinaus und hier vorne habe ich ja noch mal so eine Vertiefung gemacht und da kommt im Grunde diese kleine Leiste rein, damit das Tablet dann auch nicht rausfallen kann. Zudem habe ich auch noch so eine kleine Leiste hier zugeschnitten. Das ist im Grunde ein Abstandhalter, das kommt unten hin und genau aufgelegt heißt das, dass dieses Tablet hier auch genau in der richtigen Position ist. Ja, also es schaut jetzt nicht super schön aus, aber es ist halt wie gesagt nur für die Werkstatt, damit ich hier ein bisschen Musik habe. Das muss funktionieren und nicht super toll ausschauen. Und genau, also so ist es schon mal eine ganz gute Basis, glaube ich. Für die Lautstärkeregelung und zum An- und Ausmachen habe ich mir so kleine Stopper gebaut.
Und die kommen hier reingesteckt. Da habe ich auch so kleine Gummis dran gebaut, weil diese Stopper nämlich dann auch mit einer Feder wieder zurückgeholt werden. Das heißt, das ist so ein Drücker. Und dieser Drücker, wenn man den drückt, hier oben kommt eine Feder rein. Da habe ich mir auch welche ausgesucht und auch zugeschnitten, damit die ein bisschen kleiner sind. Ja, und genauso kommt das Tablet dann rein. Das wird ja dann eh festgemacht. Und dann kann man von außen den Drücker drücken. Leiser, lauter, an und aus. Die Lautstärke-Regelung und auch der An-Aus-Knopf, der funktioniert auch. Man kann hier aus anmachen, man kann hier lauter und leiser machen. Da kommt ja hier dieser kleine Regler, da sieht man das. Ja, das funktioniert, das schaut jetzt alles nicht super aus. Ich habe das letzten Endes hier mit Schaschlik-Spießen gemacht, die hier so durchgehen. Vorne ist eine kleine Feder dran. Da habe ich noch so eine kleine Mini-Mutter drauf gemacht. Ich denke mal, das ist so eine M3er. Also wirklich eine ganz, ganz kleine. Und das ist gleichzeitig dann auch der Stopper, damit diese Schaschlik-Spieße auch nicht rausrutschen. Und damit kann man das wunderbar an- und ausmachen. Lauter und leise. Und genau so wollte ich es auch haben. Dadurch, dass ich das hier recht großzügig angelegt habe, kommt man hier auch ganz gut ran, nachträglich auch noch die Stecker hineinzustecken. Dann auch noch der 3,5 mm Klinkenstecker. Ist jetzt nicht gerade sehr komfortabel, aber mit so einem kleinen Hilfswerkzeug funktioniert das. Zack. Dann wird das Kabel hier noch verlegt. Zack, zack, zack. Und dann kommt am Ende das Kabel hier auf der Ecke raus. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müsste es eigentlich laufen. Das ist der An-Aus. Schauen wir mal. Oh. Lauter machen und leiser machen geht. Das ist schon mal ziemlich super. Und das Pad ist auch super schnell. Vorher hatte ich die ganze Zeit so ein altes Huawei-Tablet. Bei dem Teil hier musste ich echt immer 5 Sekunden warten, bis der nächste Titel gekommen ist. Und ich bin auch super froh, und darum ging es mir eigentlich auch in diesem Projekt, dass ich halt einfach mal mit dieser Frässchablone mal ein bisschen was ausprobiere, mal was ausfräse, so einen Ausschnitt ausfräse, weil sowas habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Und das ist meine erste Frässchablonen-Ausfräsung. Ja, wer hätte es gedacht? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vergesst auch nicht, diesen und meinen Zweitkanal Neues Werkzeug zu abonnieren. Ich verlinke euch das Ganze da oben und auch unten in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.